Der Platz war der Star am dritten Spieltag der Deutschen Golfliga, presented by Olfer Golf. Golf Wallay präsentierte sich beim Doppelspieltag in der Gruppe Süd mit hohem Raff und superschnellen Grüns, schon bereit für die internationalen Amateurmeisterschaften der Herren im August. Die Deutsche Golfliga ist auch ein Sprungbrett für ganz junge Talente, wie Michael Meyer aus Wallay. Der 14-Jährige mit Coach Danny Wilde an der Tasche, hier mit seinem Birdie auf der 10. Teamkollege Ben Kelling ist der aktuelle deutsche Meister in der Altersklasse bis 18. Seine 5 unter Par 67 war am Samstag mit die beste Runde des Tages. Am Sonntag legte er eine 4 unter Par nach und war der überragende Mann beim Heimteam. Ein paar gute Putts sind definitiv gefallen, auch mal eingepitcht, also das Glück war definitiv am Wochenende auf meiner Seite. Ebenfalls 14 ist Lauri Diener vom Stuttgarter Golfclub, den Trainer Marian Mustatsch ins kalte Wasser warf. Der Schlag des Tages gelang Teamkamerad Max Holzwart, der auf der 18 nur noch einen 1,5-Meter-Putt zum Igel lochen musste. Überragend allerdings Yannick Schütz. Gerade vom DP World Tour Turnier in Hamburg zurück, war er mit insgesamt 11 unter Par in den beiden Einzelrunden der beste Akteur des Wochenendes. Ich habe ja letzte Woche auf der European Tour gespielt und habe da ganz guten Sack voll bekommen. Da tut es jetzt schon wieder gut, mal zwei gute Runden gespielt zu haben. Meistertrainer Ted Long, der Florian Fritsch vertrat, pushte den Golfclub Mannheim Viernheim in die Erfolgsspur Richtung Final Four. Der Beste im Mannheimer Team war Challenge Tour Pro Marc Hammer, der jeweils eine 4 unter Par Runde ins Clubhaus brachte. Haben wir auf jeden Fall gut gemacht jetzt nach dem Spieltag. Das ist auf jeden Fall das Ziel, ins Final Four zu kommen wie jedes Jahr. Eine Klasse für sich erneut das Team aus St. Leon Roth. Dank einer homogenen Mannschaftsleistung liegt bei den Dauersiegern der Gruppe Süd jetzt schon der Fokus auf dem Final Four. Mit den 3x5 Punkte bin ich natürlich zufrieden. Mit der kompletten Leistung, da müssen wir noch ein bisschen nachfeilen, weil ich habe natürlich auch gesehen, was der Norden da getrieben hat. Und wow, also da müssen wir noch ein bisschen Gas geben. Ein deutlicher Sieg für die Wölfe, die sich schon jetzt auf Saisonfinale Anfang August vorbereiten können. Dahinter ist es spannend. Mannheim als Tageszweiter, nun nach Punkten gleich auf mit München. Und das soll noch nicht alles gewesen sein, wenn es nach Ted Long geht, der in Wallay sichtlich seine Freude hatte. Wir sind geteilte Zweite und die müssen nach Mannheim kommen. Und ich sorge dafür, dass es Spaß für sie sein wird. Stuttgart auf Platz 4 und Wallay hofft nach Platz 3 beim Heimspieltag wieder auf den Klassenerhalt. Bei den Damen gab sich im Heimteam Sarina Schmidt die Ehre. Die Spielerin von der Ladies European Tour legte am Samstag eine 7 unter Par 65 vor. Das war echt ein mega Tag. Hab gut langes Spiel gehabt und Putts gelocht. Hat Spaß gemacht. Auch bei den Damen ganz junge Talente im Fokus. Da am Sonntag die Besten schon zur Women's Amateur Championship unterwegs waren, schlug auch im Team von Tabellenführer St. Leon Roth die Stunde von Nachwuchshoffnungen, wie der erst 15-jährigen Sophia Meyer-Borst. Vorneweg aber die bekannten Namen wie Marie Kors, die hier 2019 auch deutsche Meisterin geworden war. Die Münchnerin spielte insgesamt 6 unter Par. Im finalen Flight kam es dann auf die erst 17-jährige Lilly Dullinger an. Ein Up-and-Down aus 40 Metern musste für den Tagessieg her. Den halt dann ja, so 30 cm an die Fahne gelegt und dann noch das Paar gerettet. So toll, wirklich. Also ist der MGC, glaube ich, hat es schon lange nicht mehr bei den Damen geschafft, Erster zu werden. Und das freut mich sehr, 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 ja. Gratulation an die Überraschungssiegerinnen aus München. St. Leon Roth nicht Tagessieger bei den Damen. Das hat es seit Jahren nicht mehr gegeben. In der Tabelle bleibt St. Leon Roth allerdings mit 2 Punkten vorn und das Saisonziel im Fokus. Ich denke mal, das ist schon das Final Four Gewinn. Das auf jeden Fall. Ich denke, das war auch die letzten Jahre so. Daran wird sich auch nichts ändern, auf jeden Fall. München darf sich berechtigte Hoffnungen aufs Final Four machen. Stuttgart setzt auf den anstehenden Heimspieltag. Wallay trotz Platz 3 beim Heimspieltag weiter Schlusslicht, aber jetzt punktgleich mit den Führerinnen. Nach einem wunderschönen Tag im Golfclub Wallay, der den überglücklichen Damen vom MGC gehörte.